So, also in diesem Wald versteckt er sich denn vor diesem Wolf und in so einer Baumwurzel. Und plötzlich steht ein kleines Wolfsbaby vor ihm. Und dieses Wolfsbaby hat eine Macke sozusagen. Das kennen wir bei den Hunden, wenn sie ein Ohr unten lassen. Das stellt es nicht auf. Das andere ist hoch und das eine ist abgeknickt. So, also es hat auch einen Makel, wenn man sagen will, oder eine außergewöhnliche Sache im Körperlichen. Und das ist eine Verbindung, die sich sofort zwischen diesem Tom und diesem Wolfsjunge auftut. Oh, wir sitzen im gleichen Boot. Also anscheinend haben wir etwas, was die anderen nicht haben, oder anscheinend haben wir etwas nicht, was die anderen haben. Und so, die freunden sich dort an. Aber vor der Mama wurde das verheimlicht, also vor der Wölfin wurde das verheimlicht, weil er irgendwie gespürt hat, das ist vielleicht nicht so gut. Die könnte ja ihr Kind beschützen wollen und die Situation völlig falsch einschätzen. Aber die zwei Buben waren d'accord. Auf jeden Fall hat er auch, als die Mutter des Wolfsjunge noch weggetragen hat, den Heimweg angetreten und auch seiner Mutter nichts davon erzählt. Also ein großes Geheimnis. Und Kinder lieben Geheimnisse und sie lieben Freunde und Verbündete. Und das ist jetzt eines, das ist jetzt so abstrakt, dass es also nicht so als gut oder schlecht geheißen wird. Das ist sehr abstrakt. Also mit einem Wolf befreundet zu sein, ist sehr abstrakt. Aber er ist es, geht nach Hause, sagt seiner Mutter genauso nichts. Und im nächsten zeige euch, wie das funktioniert, wenn man ein Kind auch bedrückt, was denn passieren kann. Also wir sind immer noch auf den Ebenen Mutter, Eltern, Erwachsene, Väter, die überbehütet ihr Kind beschützen, man sieht, glaube ich, Helikoptereltern, beschützen wollen, damit sie keine schlechten Erfahrungen machen können, aber eben auch keine guten, weil sie können ja nicht über sich hinauswachsen. Und was das passiert, wenn das greift, was mit dem Kind vor allem passiert. Bleibt dran.